Hallihallo, ich bin Zenis mit einem neuen Tutorial und zwar zeige ich euch heute, wie man bei einem Polo 6R oder so, steht auf jeden Fall in der Beschreibung unten richtig, die Koppelstangen wechselt. Bei dem Auto ist es so, wenn du irgendwo fährst, dann klackert es bei jeder einzelnen Bodenwelle. Da dachte ich erst, es wären die Domlager. Es hört sich auch ein bisschen so an, wenn man hin und her wackelt, dass von hier oben das Geräusch kommt. Aber letztendlich war es unten drunter. Um sicherzustellen, ob es die Koppelstangen sind, kann man sich unter das Auto legen, einen Freund fragen, ob er daran wackeln kann. Dann an den Koppelstangen selber festhalten. Wenn das Klackern dann aufhört, dann sind die defekt. Wenn ihr nicht wisst, was eine Koppelstange ist, das ist letztendlich der Stabi, der geht vom rechten zum linken Rad. Und dann sind die Koppelstangen zwischen der Achsaufhängung und dem Stabi. Genau, und das ist quasi so ein Kugelkopf und so eine Pfanne. Und wenn da drin Spiel ist, so tschak, 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 dann klackert es hin und her. Deswegen auch bei den Bodenwellen. Hey Siri, wackel am Polo. Wir ziehen jetzt die Handbremse, legen den Gang ein und dann heben wir beide Seiten an, damit der Stabi entlastet ist. Und ansonsten, wenn wir die Koppelstangen rausschrauben, kann es sein, dass dann eben der Stabi so schnallt. Jetzt nehmen wir das Rad runter und kommen dann direkt hier an die Koppelstange. Hier ist die originale Koppelstange drin und da sieht man schon, die Manschette hier ist aufgerissen. Das ist der Grund dafür, dass sie ausgeschlagen ist, weil dann kein Fett mehr drin war und das Ganze geschmiert hat. Jetzt bauen wir die raus, schrauben hier auf. Das müsste 16er oder 17er sein. Und hier unten ist sie auch verschraubt. Normalerweise kann man hier innen relativ gut gegenhalten mit einem Torx. Es hat auf der anderen Seite nicht funktioniert. Da habe ich das schon probiert. Deswegen habe ich da einen relativ guten Trick rausgefunden. Man kann die Gummimanschette nach hinten wegdrücken und dann relativ gut mit einer Zange hinten gegenhalten, damit es nicht durchdreht. Hier haben wir die alte Spurstange und die neue. Das ist relativ cool zu sehen, weil die einfach nur so ein windiges Blech ist. Und die neue ist schön massiv aus Stahl. So, die bauen wir jetzt hier ein. Da halten wir dann in der Mitte hier mit einem Imbus entgegen und können dann von außen einfach festschrauben. Auf der anderen Seite macht ihr genau das gleiche. Ich würde es immer gleich paarweise tauschen, weil wenn die eine ausgeschlagen ist, ist die andere auch nicht mehr weit normalerweise. Und ich habe das hier schon gemacht. Dann können die Räder drauf und dann lasst ihr rechts und links ab. Wie immer dann die Radschrauben mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen, Reifendruck kontrollieren und eine Probefahrt machen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, drückt auf Daumen hoch und abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Damit die Spurstange, wie heißt denn das hier? Spurstange, der Stabi.